Vier Themen habe ich heute für Sie vorbereitet. Das erste ist die Eurokrise. Es geht im zweiten um die Proteste gegen die Castortransporte. Es geht um Stuttgart 21 und die Abstimmung der Bürger in Stuttgart und um die Affäre bei Amazon. Als erstes zur Eurokrise. Wir merken, dass Angela Merkel als Krisenmanagerin an diesem Punkt versagt. Jede neue Eskalation der Krise in Europa zeigt, dass die Rezepte, die bisher auch von unserer Bundesregierung dort angewandt wurden, alle zusammen nicht in der Lage sind, dieses Problem zu lösen. Die Spekulationswelle rollt und wir wissen inzwischen, dass der Rettungsschirm eine Größe von 3 Billionen Euro bräuchte, 3 Billionen Euro, um tatsächlich wirksam zu sein. Und das bedeutet, es wäre ein Drittel des jährlichen Bruttoinlandsprodukts Europas. Am meisten Geld müssen die Europäerinnen und Europäer mittlerweile für die Unterlassungen zahlen, die auch auf deutschen Druck zustande gekommen sind. Angela Merkel sperrt sich gegen alles, was Europa retten könnte. Und deshalb glaube ich, ist es angebracht zu sagen, weniger Merkel wäre mehr Europa. Die Märkte greifen inzwischen auch Deutschland an und wollen die Zinsen nach oben treiben. Die Politik der gelähmten Hand, die Frau Merkel gegenwärtig offensichtlich praktiziert, führt dazu, dass sich die Probleme verschärfen, und zwar von Tag zu Tag. Die Steuerzahler in Europa zahlen dafür die Rechnung. Die Bürger sind immer mehr im Würgegriff der Finanzmärkte in Europa und die Regierung wirkt immer mehr als eine Inkassostelle für die Banken, insbesondere auch für die Deutschen. Und in dieser Situation ist es nicht verwunderlich, dass die Banken weniger Geld in die Realwirtschaft geben und weniger Geld privaten Investoren zur Verfügung stellen. Wenn man gleichzeitig weiß, über hohe Zinsen, die über die europäischen Steuerzahler garantiert werden, kann man mehr Geld verdienen. Und wenn dieser Zustand nicht beendet wird, ist auch aus meiner Sicht der Euro in keiner Weise mehr in seiner Gesamtheit, so wie er zurzeit existiert, zu retten. Die Zentralbanken müssten jetzt eine aktivere Rolle spielen, bei uns die Europäische Zentralbank. Ähnlich wie es in England oder in den USA ist. Dort haben wir ebenfalls hohe Staatsverschuldung, aber gleichzeitig eben keine gestiegenen Zinsen für öffentliche Anleihen, weil dort die Banken entsprechend anders agieren und nicht nur auf die Frage der Geldwertstabilität, sondern ebenfalls auf die Frage der ökonomischen Entwicklung gucken. Die Zinsen bleiben dort niedrig, bei weitem niedriger als in Europa. Es gibt nur eine Lösung für dieses Problem und ich möchte diese Lösung noch mal kurz beschreiben. Es ist nicht akzeptabel, dass der deutsche Steuerzahler vorher Banken rettet, die Staatshaushalte damit natürlich höhere Schuldenstände aufweisen, auch in der Bundesrepublik Deutschland ca. 250 Milliarden Euro, dass dann die Banken die Gelder, die sie vorher letztendlich über Garantien der Bürgerinnen und Bürger bekommen haben, an die Staaten zurückverleihen, zurückgeben, in Form von entsprechenden Krediten. Und dass die Bürger dann sozusagen doppelt zahlen, nämlich einmal, dass sie die Banken gerettet haben und zum Zweiten, dass sie die hohen Zinsen zahlen für die Gelder, die sie nicht hatten, um die Banken zu retten und sich vom Bankensektor zurückleihen müssen. Das ist ungeheuerlich. Also so einen Quatsch kann man eigentlich wirklich nicht mehr länger hinnehmen. Und deshalb sagen wir müssen, und das ist der entscheidende Punkt, wir müssen die Finanzierung der Staaten, die Kredite, die sich Staaten aufnehmen, loslösen von dem privaten Finanzsektor. Das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen sie loslösen von dem Zinswürgegriff des privaten Bankensektors. Wie geht das? Es geht zurzeit konform mit den europäischen Verträgen, indem wir eine Bank für öffentliche Anleihen gründen, die sich direktes Geld zu den üblichen Zinssätzen der EZB leiht und dann zu gesetzten Zinsen an die Staaten weiterverleiht. Das würde bedeuten, dass wir bei weitem weniger Zinsen zu bezahlen hätten in Griechenland, in Portugal, aber auch langsam in der Bundesrepublik, auch gegen die Bundesrepublik wird ja schon spekuliert. Also wir hätten die Chance, dass die Bürgerinnen und Bürger losgelöst werden mit ihrer Finanzierung von dem, dass wir die Renditen der Banken sichern müssen. Das ist ja die Alternative, die wir gegenwärtig haben. Also eine Bank für öffentliche Anleihen, die sich direktes Geld bei der EZB
leiht und die es zu vernünftigen Zinsen an die Staaten weiterverleiht. Natürlich auch mit Auflagen. Ich würde allerdings dann für andere Auflagen plädieren. In Griechenland eben deutlich dafür, dass es Auflage ist für solche Kredite. Zum Beispiel den Rüstungssektor deutlich zu verringern und den Zustand zu beenden, dass Griechenland einen der größten Rüstungshaushalte hat in Europa, der letztendlich auch über Schulden finanziert werden muss. Oder zweitens, dass eine vernünftige Besteuerung der großen Vermögen stattfinden muss, wie zum Beispiel in Griechenland es jahrzehntelang unterblieben ist. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal auf einen Vorschlag eingehen. Ich habe jetzt vor kurzem den Medien entnommen, dass allein in der Schweiz 350 Milliarden Schweizer Franken von reichen Griechen offensichtlich, weil die Armen keine Konten in der Schweiz haben, in der Schweiz angelegt worden sind. Ich schlage vor, dass die Auslandskonten von griechischen Bürgern, die über 1 Million sind in Europa, erstmal eingefroren werden, dass geprüft wird, ob sie durch Steuerhinterziehung zustande gekommen sind. Und wenn sie durch Steuerhinterziehung zustande gekommen sind, dann soll sie dem griechischen Staat zur Verfügung gestellt werden. Dann könnte der vielleicht auch die ein oder andere Schulden, die er hat, damit bezahlen. Also, unser entscheidender Punkt ist die Loslösung der Finanzierung der Staaten von den öffentlichen Märkten, von den privaten Banken. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass das, was zurzeit in Europa passiert, durchaus vergleichbar ist mit das, was wir in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahren in Europa, in der Bundesrepublik bzw. damals im Deutschen Reich erlebt haben, mit der Brünningschen Politik des Einschränkens der Staatshaushalte. Brüning hat damals eine Politik betrieben, die bedeutete Steuern hoch und gleichzeitig Sozialausgaben drastisch nach unten drücken. Dasselbe erleben wir zurzeit in Griechenland, dasselbe erleben wir zurzeit in Portugal, dasselbe erleben wir in Spanien, dasselbe erleben wir in Italien. Wir erleben, dass diese Brüningsche Politik über Merkel in Europa durchgreifen soll. Das bedeutet eine große Gefahr. Denn im Ergebnis der Brüningschen Politik ist nicht die Demokratie gestärkt worden. Im Ergebnis einer solchen Politik wird auch nicht die Wirtschaft angekurbelt, wie man weiß, ging es in Deutschland damals drastisch nach unten. Und genau das sehen wir schon an den Ländern, die jetzt von dieser Krise betroffen sind. Nämlich wir sehen es an Griechenland ganz gewaltig. Die Schulden steigen ja weiter. Und wir sehen es vor allen Dingen daran, dass inzwischen immer mehr Leute protestieren gegen diese Politik, wie auch vor kurzem durch einen Generalstreik in Portugal, den wir ausdrücklich begrüßen. Wer die Ausgaben und die Sozialsysteme um jeden Preis zusammenstreichen will, der zahlt am Ende den höchsten Preis und das ist die Demokratie. Und dass es auch um die Demokratie geht, sehen wir unter anderem daran, wie inzwischen Regierungschefs zustande kommen. Wir haben in Griechenland einen Regierungschef, der nie kandidiert hat für dieses Amt. Dasselbe haben wir in Italien. Also wenn die Bürgerinnen und Bürger Europas nicht mehr mitreden können, wer sie eigentlich regiert, sondern wenn dann Banker die Macht direkt übernehmen, ist tatsächlich aus meiner Sicht die Demokratie gefährdet. Einen zweiten Aspekt, an dem man das erkennen kann, ist die Frage, dass offensichtlich das wesentliche Recht der Parlamente, nämlich das Haushaltsrecht, ausgehobelt wird über europäische Einflüsse, ausgehobelt wird über Vorgaben, die Merkel und Sarkozy machen. Damit werden sich die Bürgerinnen und Bürger aus meiner Sicht nicht abfinden. Leider wissen wir aus der Geschichte, dass solche Entwicklungen eher auch nach rechts führen. Und ich denke, dass das, was uns in Europa gegenwärtig zugemutet wird, natürlich auch eine gewisse Rechtsentwicklung in Europa fördern wird. Und ich sehe das als große Gefahr. Aus all diesen Gründen werden wir diese Woche im Deutschen Bundestag eine Aktuelle Stunde beantragen, wo wir über diese Finanzmarktkrise debattieren wollen und wo wir nun wissen wollen, wo will denn die Regierung eigentlich hin? Denn ich habe den Eindruck, gegenwärtig ist es so, dass der Kurs von Merkel nicht erkennbar ist. Das Einzige, was erkennbar ist, sie will alles eigentlich so lassen, wie es ist. Sie will nach wie vor eben nicht, dass man die Staatsfinanzen trennt von den privaten Geldgebern. Und wenn man das nicht macht, ist Europa aus meiner Sicht in dieser Form, vor allen Dingen in der Euro, in dieser Form nicht zu halten. Zu meinem zweiten Thema, den Castor-Protesten. Die Proteste dieses Jahr bei diesen Transporten waren aus meiner Sicht ein großer Erfolg und ein eindrucksvolles Signal an die Bundesregierung, nun die Probleme, die in diesem Zusammenhang bestehen, endlich zu lösen. Ich nenne eben die Standortsuche für ein Endlager. Diese ergebnisoffene Standortsuche, die nun propagiert wird, darf keine Nebelbombe sein, sondern es muss tatsächlich eine solche ergebnisoffene Suche nach einem Standort stattfinden.
Das bedeutet aber auch, dass man endlich aufhört, in Gorleben die Fakten zu schaffen. Und das ist es, wogegen die Menschen zu Recht protestieren. Deshalb zolle ich meinen Respekt und meinen Dank an alle, die sich mit kreativen und friedlichen Mitteln im wahrsten Sinne des Wortes gegen diesen Castor-Transport quergelegt haben. Auch wir haben uns als Partei an diesen Protesten beteiligt. Es stellt sich allerdings die Frage, welche Strategie eigentlich die Polizei in dem Zusammenhang verfolgt hat. Also eine Samba-Kapelle offensichtlich mit Gewalt und das oft mit Rohr abzuräumen, weil sie dagegen protestiert, das kann ich nun wirklich nicht als einen Aspekt der Deeskalierung einer solchen Veranstaltung erkennen. Offensichtlich hat die Polizei inzwischen zu Methoden gegriffen, die doch sehr rigide gegen Demonstranten vorgehen. Und es drängt sich schon ein wenig der Verdacht auf, dass man durch das, dass man offensichtlich Gewaltszenen produzieren will, die dann auch über die Medien laufen, ein Stück weit ablenken will von dem, was wir an braunem Terror in unserem Land in den letzten Wochen erfahren mussten. Ich denke, dagegen müssen wir uns wehren und da müssen wir auch drüber reden. Es entstehen da eine Reihe von Fragen in dem Zusammenhang, die wir im Niedersächsischen Landtag, aber auch im Bundestag zu stellen haben. Ich fordere die Polizei auf, jetzt für den Rest dieser Demonstrationen und dieser Auseinandersetzung an einer Strategie der Deeskalation festzuhalten und nicht auf eine Position zu setzen, die im Ergebnis alle die, die sich gegen diese Atomindustrie wehren, wieder in die kriminelle Ecke stellt. Drittes Thema, Stuttgart 21 und der Volksentscheid. Klar, die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg bzw. auch in Stuttgart haben entschieden und damit ist klar, dass Stuttgart 21 nach Lage der Dinge gebaut wird. Es gibt nun entsprechende rechtsstaatliche Entscheidungen, die zu akzeptieren sind. Das heißt nicht, dass alle die, die jetzt gegen den Bahnhof waren, plötzlich dafür sein müssen, sondern es heißt, dass man akzeptieren muss, dass er erstmal gebaut wird. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass so wie das Referendum durchgeführt wurde, dass das natürlich schon an der Grenze des Normalen war. Das war eine Farce, denn wenn man nur noch entscheiden kann über Fakten, die bereits ja schon gesetzt waren, wenn man mit seiner Entscheidung dazu beiträgt, dass Millionen von Euros in den Sand gesetzt wurden, dann überlegt man sich das natürlich und trifft dann vielleicht eine Entscheidung anders als dann, wenn man sie rechtzeitig, bevor überhaupt in so Bauphasen eingetreten worden ist, entscheiden kann. Insofern kann man schon sagen, das, was wir jetzt erleben, das ist ein Schlusspunkt eines Polittheaters, das insbesondere auch die Grünen aufgeführt haben. Die Grünen haben sich ja nun im Wahlkampf eindeutig positioniert, haben gewonnen. Der Bahnhof wird jetzt trotzdem gebaut. Und ich habe den Eindruck, Herrn Kretschmann, der ist sehr zufrieden, dass nun dieses Theater auch vorbei ist und dass er sozusagen dieses Ding nicht mehr am Hals hat. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Nachsehen. Sie konnten nur eine Entscheidung treffen, in der letztlich schon vorher entschieden wurde. Trotzdem, ich denke, insgesamt ist deutlich geworden, dass künftig solche Projekte nicht mehr ohne die Bürgerinnen und Bürger durchgeführt werden können, sondern dass tatsächlich es rechtzeitig und umfassend eine nicht nur Information, sondern eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger geben muss, sodass deren Interessen in diesem ganzen Verfahren auch einbezogen werden. Das war in diesem Projekt nicht der Fall und als es dann der Fall war, war letztendlich die wesentliche Entscheidung schon gefällt und ich denke, dass das auch ein Stück weit dieses Referendum und das Ergebnis des Referendums beeinflusst hat. Allerdings, jetzt ist natürlich immer noch die Frage, was kostet es? Jetzt habe ich heute vernommen, dass Herr Grube, der Chef der Bahn, schon verlauten ließ, der Kostenrahmen sei sozusagen noch nicht hundertprozentig klar, darüber sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da möchte ich darauf hinweisen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg letztendlich über dieses Projekt im Rahmen der vorhandenen Kostenplanung entschieden haben. Und dass es für all das, was darüber hinausgeht, keine Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger gibt. Das ist sehr wichtig. Denn das bedeutet im Umkehrschluss, dass selbstverständlich nicht nur Protest möglich, sondern sogar notwendig ist, wenn die Bürgerinnen und Bürger weiter geschröpft werden sollen für dieses Projekt. Die haben jetzt den Kostenrahmen einzuhalten, haben so zu planen und so zu organisieren, dass das, was man den Bürgern gesagt hat, dann auch Wirklichkeit wird und dass da nicht sozusagen neu geschlampert werden kann.
Als letzten Punkt möchte ich die Affäre bei Amazon ansprechen. Also es wird immer deutlicher, gerade im Weihnachtsgeschäft beschäftigt dieses Unternehmen Menschen, ohne sie zu bezahlen. Ja, was ist denn das für Zustand in unserem Land, dass Menschen arbeiten müssen und ganz legal einer Tätigkeit nachgeben, aber keinen Lohn mehr dafür beanspruchen können? Das ist ein ungeheuerlicher Zustand, was sich Amazon dort leistet. Es geht zurück auf eine Gesetzeslücke, die letztendlich in diesen Situationen dazu führt, dass dann die Arbeitsagentur sozusagen in Haftung genommen wird, die Versorgung der betroffenen Menschen zu übernehmen. Das geht überhaupt nicht. Spannend ist natürlich die Frage, ob auch andere Unternehmen sich genauso verhalten. Also ob wir langsam eine Praxis in der Bundesrepublik Deutschland haben, dass Arbeit nicht mehr nur schlecht, sondern überhaupt nicht mehr bezahlt wird. Das ist die Frage, die sich langsam stellt. Letztendlich hat vor kurzem der Michael Sommer, der Chef des DGB, gesagt, ich zitiere ihn sehr gern, Arbeit wird so billig wie Dreck. Inzwischen können wir sagen, wird noch billiger. Sie wird überhaupt nicht mehr bezahlt. Selbst Dreck kann man ja noch verschleudern. Zumindest wenn es Schrott ist und man kriegt was dafür. Also bitteschön, diesen Zustand, der ist nicht mehr akzeptabel und deshalb brauchen wir dringendst eine Konsequenz, die so ein Verhalten schlichtweg unmöglich macht. Ich weise aber auch darauf hin, dass die Verbraucher natürlich auch die Möglichkeit haben zu entscheiden, ob sie wirklich bei einem Unternehmen kaufen wollen, das den Menschen nicht mehr Lohn zahlt für ihre Tätigkeit. Diese Entscheidung hat jeder. Für mich ist die gefallen, von mir kriegen die keinen Euro mehr, solange sie so eine Praxis haben. So, meine Damen und Herren, das zu dem, was ich Ihnen heute zu sagen hätte. Herzlichen Dank.